Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Schnell die Mütze aufgesetzt. Und wir sind hier immer noch in den Tiefen der Höhle und wir haben überlegt, ja, der Typ hier stöhnt uns immer noch das Ohr voll, ob wir nicht jetzt einfach mal hier runtergehen. Ich habe so ein bisschen Schiss, das sage ich euch ganz ehrlich, wartet mal. Ich mich da jetzt ganz langsam runter mache und auf einmal schubst mich da wer. Und dann lande ich da unten in der Lava. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Oh, sorry, Nase killert. So. Und die Musik, es ist ein Traum. Ist das krass. Schaut mal, wie voll wir schon sind. Wo? Es klingt ja jetzt sehr nah. Sag mal. Egal, so. So, und das kann auch noch da rein. Vielleicht machen wir mal den ganzen Kram, der irgendwie so Zeug, was man halt wirklich nicht so viel in das andere Säckchen. Das habe ich denn jetzt alles raussortiert zum Kram. Okay. Zack, 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 zack. So, und dann gehen wir gleich weiter. Dann kann nämlich das Beutelchen nach oben. Der auch. Ich sehe es kommen, ey. Ich sehe es kommen. Gleich haben wir den Salat. So, okay, wir gehen da jetzt runter. Ah, was war denn das da unten? Habt ihr das da gesehen? Wieso komme ich denn da nicht ran? Und schnell mal eine Fackel aufgehangen. So. Und das machen wir weg. Okay. So, das heißt, wir müssen uns hier mal markieren, dass wir hier von hier oben gekommen sind. Ah, ein Creeper. Schaut mal. Habe ich doch richtig gesehen, dass da was war. Na, komm hoch. Na, komm hoch. Geh runter. Okay, es geht also in... Oh. Das kommt uns doch hier schon wieder bekannt vor, oder? Creeper, hier sind wir nicht weitergelaufen. Ach, nee, 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 stopp. Das ist Quatsch. Das ist hier nur so hell. Ach, du großer Gott. Weil hier unten... Trost ich jetzt nicht mehr, du blöder Creeper. Weil hier unten Lava ist. Hier waren wir noch nicht. Das war ein Irrglaube. Ist das so gut, da jetzt reinzulaufen, wo wir doch gerade den Creeper gesehen haben? So. Eigentlich könnten wir... Ach, hier geht's auch noch. Ja. Waren wir da schon? Da waren wir auch noch nicht, oder? Da ist auch bloß einfach nur Lava. Geronimo! Okay, ich glaube... Jetzt schaffen wir es dann doch, uns zu verlaufen. Ach du großer Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Gut, wir gehen mal. Wir gehen erstmal zu dem Creeper da hinten. Entschuldigt, dass es so dunkel ist. Was hat denn der gerade gedroppt? Ein Creeper-Herz, okay. So, ich setze das mal hier. Wir haben es die ganze Zeit immer rechts gesetzt, glaube ich. Ne? Von wo sind wir gekommen? Von hier, richtig? Wir haben es... Wollen wir den mal gesetzt? Ach Mist, ich habe es vergessen. Wollen wir den mal gesetzt auf der rechten Seite, glaube ich. So, okay. Huch. Mein lieber Mann, wie soll man sich denn hier zurechtfinden, bitte? Gut, die Höhlen sind ja, glaube ich, nicht dafür konzipiert, dass man sich zurechtfindet. Da ist ein Skelett. Ich bleib erstmal kurz hier oben und mache hier oben erstmal Klarschiff, beziehungsweise gehe mal nach hier hinten. Ich hoffe, das bereue ich nicht.
Da ist nämlich was. Spinny. Machst du mir was? Nee, du machst mir nichts mehr. Definitiv nicht. Fackeln aufhängen, darf ich nicht vergessen. Okay. Und Zertusquarz, Mensch, hatten wir lange nicht. Großer Gott, ey, ich bin gespannt, ob wir hier nochmal rausfinden. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, aber ich finde es auch cool. Ich finde es tatsächlich auch sehr cool, dass wir hier so viel finden. War ja dann irgendwie dann auch doch Sinn und Zweck dieser Unternehmung, die wir hier tätigen. Wir müssen bloß irgendwie gucken, dass wir hier halbwegs orientiert bleiben und mit Sinn und Verstand uns fortbewegen. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Okay, okay, sehr gut. Den nehmen wir mal so mit. Oh, das geht noch weiter. Ja, wie gesagt, ein bisschen was auch mal so. Kein Problem, da schone ich halt gerne auch den Hammer. Weil es wäre dann halt doch auch sehr ärgerlich, wenn wir hier wegen des Hammers umdrehen müssten. Naja. Und ich glaube, beim letzten Mal, als wir unsere Höhlentour gemacht haben, wo wir auch relativ weit unter Tage waren, da war das nicht so verwirrend, oder? Ich muss mal ein bisschen an die Decke gucken, dass ich hier nicht irgendwie die Hälfte stehen lasse, während ich am Quatschen bin. Ups. Da war das nicht so verwirrend. Da hatten wir zwar auch unsere Ecken und Kanten und Wege und aber ich glaube, dass das lief da fast ein bisschen besser von der Orientierung her. Die muss weg. Die können wir hier hinstellen. Und dann fangen wir mal hier an. Eigentlich müsste ich vielleicht sogar mal eine kurze Pause machen, wenn wir mit einer Folge durch sind, dass ich mich mal kurz hier hinstelle und den Hammer einfach regenerieren lasse. Naja. Bescheißen wollen wir ja auch nicht, wahr? Da sind wir hergekommen. Da geht's noch weiter runter. Sagt mal was, wo wollen wir lang gehen? Wollen wir erstmal oben bleiben oder auf welcher Höhe sind wir denn jetzt? 23. Oh, da unten könnte es interessant werden. Ach, da unten war ja das Skelett richtig. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Gehen wir erstmal da lang. Ich habe gar keine Brötchen auf Tasche. Die habe ich weggeräumt für einen Lava-Eimer. Ist die Frage, ist das so sinnvoll? Silber, okay, also wir sind schon auf der Höhe für Silber, das ist schön. Ist das Gold? Ja, es ist Gold. Wir müssen nicht alles an Lava mitnehmen. Komme ich da ran? Nee, ne? Okay, also mal kurz hier ein bisschen was wegkloppen. Jetzt sollten wir mal rankommen, oder? Will mir nicht die Füße, da war es doch gerade. Genau, ich will mir nämlich nicht die Füße verkokeln. Hier nehmen wir nur eine Fackel hin. Und da haben wir noch Blei. Sehr gut, sehr gut. Und ein bisschen Gold. Gold hatten wir nämlich, bin ich der Meinung, gar nicht so viel. Ui, dichtes Golderz. Nice, da waren gleich drei drin. Cool. Und noch mehr Gold? Nee, Eisen. Den nehmen wir mal so mit. Wir haben jetzt wirklich schon einiges gefunden an Kohle, möchte ich sagen. Es waren schon ein paar Stacks und ein bisschen Yellowried oder Gelbgekröse Zeugs. Und hier geht's noch weiter. Fackel. Oder ist... Oh. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Bitte auf. Aua, nein, nein. Bitte. Ah, wie ich's hasse. Also es hört doch beim halben Herz auf, oder? War das nicht so? Oh, bitte. Nein, nein, nein. Boah. Alter Vater. Boah. Boah. Da ging mir ja so ein bisschen der Stift. Also, puh. Ich hasse diese Viecher. Es ist unglaublich. Ich muss hier mal ganz kurz regenerieren, aber ich habe keine Lust, jetzt in irgendwas reinzurennen. Meine Güte. Huh. Okay, schnell wieder was essen. Dass wir auf Jahr weiter regenerieren.
Mann, 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 Mann. Das war eine knappe Geschichte. Ich habe noch gesehen und gedacht so, oh Gott. Hier habe ich gerade schon wieder das Höhlengeräusch gehört. Okay, aber hier ist Ende. Ende im Gelände. Mal schnell eine Fackel hier hinsetzen. Hat er sich hier hinten einfach versteckt, der Drecksack? Das gibt's gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Hexen finde ich ja sehr, sehr anstrengend. Und das sind wirklich Gegner, denen möchte man eigentlich nicht so sehr gerne begegnen. Weil ich weiß gar nicht, auch wenn man nachher eine bessere Rüstung und den ganzen Kram hat, das Vergiften ist Vergiften, oder? Oder braucht man, kann man irgendwie eine Resistenz gegen Gift haben oder sowas? Hui, schön viel Eisen, nice. Weiß ich gar nicht. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass man sagt, okay, die kann ihre Potions werfen, wie sie fröhlich ist und das interessiert uns nicht? Nee, ne? Also wenn es da sowas gibt, bitte lasst das mich wissen, würde mich interessieren. Gut, jetzt sind wir noch nicht so vielen Hexen begegnet, aber jedes Mal, wenn wir einer Hexe begegnet sind, hat sie uns doch ziemlich geschadet. Ein bisschen aufpassen, ne? Wobei, geht noch. 27 von wegen Höhlen, Lava-Höhe. Aber das geht noch. Seht ihr was? Ich hoffe doch. Stell mich mal hier hin. Kann ich nämlich den ganzen Bleikram mitnehmen. So, und da müssen wir raus. Ach so, sehr schön. Gut, damit müssten wir eigentlich gleich wieder einen... Ich erstmal noch ein Brötchen. Arm bzw. Zweig der Höhle erkundet haben. Und können dann jetzt doch nach unten gehen, oder? Oder? Hier haben wir geholt. Die Pilze, ja, weiß ich nicht. Light Blue Botania... Ja, weiß ich nicht. Das nehmen wir mit. Oh, nach oben gucken lohnt sich. Nach oben gucken lohnt sich immer mal. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Daumen drücken, dass wenn wir nachher wirklich noch nach weiter unten gehen... Oh, da ist noch mehr. Dass wir vielleicht noch ein paar andere schöne Sachen finden. Ich würde ja gerne mit meinem Hammer... was sagt denn jetzt eigentlich? Würde ich ja gerne... ja, was würde ich denn gerne? Ich bin gerade unkonzentriert, Entschuldigung. Ein Diamanten finden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Sachen sind dann ansonsten alle drüben. Richtig, das hier können wir noch mit dazu schmeißen. Ja, okay. Mit drüben meinte ich den... Halt, wartet mal, das ist unkonsequent. Inkonsequent, dann können wir das mal rüber und komm, die machen wir auch drüben hin, genauso wie die Scherben. Dann kann man nämlich sagen, die ganzen Scherben und den Kram schmeißen wir in den anderen Beutel. Ups, so. Klack, klack, klack. Kann nämlich der ganze andere Kram. Ich habe schon wieder einen blöden Wolf gehört. So. Du kommst nach oben. Du kommst hier hin. Und dich füllen wir mal auf. Huch. Klack. Ja, das ist jetzt mühsam. Man nährt sich das Eichhörnchen, das ist schon klar. Aber es ist ja jetzt auch nicht das Ziel, irgendwie... ja, den kann man da einpacken. Oh, die ist auch fast hinüber. Ist jetzt auch nicht primär das Ziel, den Lava-Behälter voll zu machen. Aber wenn man ihn findet, warum nicht mitnehmen? Kommen wir da noch ran. Oh, sehr gut. Wisst ihr was, Leute? Die Folge ist schon wieder fast vorbei. Das gibt's gar nicht. Also wir haben heute aber auch... Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich hoffe euch auch. Ich finde das sehr kurzweilig heute. Also es ist gefühlt kaum eine Folge gestartet, sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Oh, das muss mit. Ich weiß, da sind wir hergekommen, da wären wir am Ende auch nochmal vorbeigelaufen. Wenn wir nämlich nachher auf dem Rückweg sind, dann müssen wir nämlich hier lang. Aber das nehme ich gleich mal mit. Da ist gleich noch mehr. Und nein, ich drücke mich nicht davor, runterzugehen. Sehr schön. Ich glaube, aber davon haben wir tatsächlich sogar schon ein bisschen was zu Hause, ne? Ich glaube ja. Ich glaube schon. So, jetzt müssten wir gleich unserem Gesellen Bogenschützen unten begegnen. Und da gucken
gucken wir doch gleich mal, ob der nicht Hallo sagen will. Der wird da nicht so ohne weiteres vorbeikommen, oder? Und wir müssten hier runter und da geht noch ein Gang lang. Okay. Das heißt, ich sollte das hier auf jeden Fall ordentlich ausleuchten. Und ich glaube, liebe Leute, ich werde da auf jeden Fall erst in der nächsten Folge runtergehen. Dann können wir uns nämlich ganz in Ruhe mit unserem Bogenfreund auseinandersetzen und mal schauen, was er so zu sagen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Und von daher, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.